Ein kleines Problem hat sich bei mir ereignet. Und zwar ist in der letzten Folge, ja, mein Rechner abgestürzt. Wie das wohl öfter mal so vorkommen kann, aber nicht soll. Aber es ist nun mal passiert, die Folge ist bei mir nicht mehr zu retten. Also habt ihr die letzte Folge nur bei Herrn Hoxton auf dem Kanal, die ihr sehen könnt. Und jetzt machen wir hier weiter. Also ich war in der Zeit, ihr habt das ja mitbekommen. Das war zum Ende des Videos, dass die Rock Lady auf einmal nicht mehr da war. Das war dann auch egal, weil es dann 29 Minuten waren. Und dann habe ich die Sache auch gestoppt. Aber ich habe in der Zwischenzeit ein paar Leute hier markiert, habt ihr ja mitgekriegt. Oder auch nicht mitgekriegt. So, wir wollen weiter, aber jetzt ist die Frage, ne? Das Fragezeichen ist ja schräg hinter uns, ne? Ja. Wie wollen Sie jetzt vorgehen? Sollen wir zurück den Weg da runterlaufen und dann mal gucken, ob wir da rumkommen? Ja, würde ich sagen. Lassen wir die erstmal hier, sagen, weil da ist ja auch ein Panzer gewesen, ne? Ja, da hinten war der Panzer. Mhm. Panzer. Also hier will ich nicht unbedingt lang. Nein, da soll es auch noch Leute geben. Ja, ich hoffe, dass es da Leute gibt. Weil so sieht es hier auf der Minimap aus. Weiß ich, überall weiß. Ja, überall ja, weiß. Ja. Jetzt hier runterspringen, das ist wahrscheinlich wieder so ein Punkt, wo ich nicht springen soll. Weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache. Hier geht's rein. Mhm. Natürlich oben auf den Turm von oben runter gucken. Das war ja schon so ein erster Gedanke. Ach so, hier. Mhm. Nee, da nicht hier. Ja, das ist ja das, wo wir schon waren, da unten. Nee, hier müssen wir rein. Ja, ich sag noch nur da unten. Ja, genau. Und das ist das, was wir von oben gesehen haben, genau. Diesen Eingang. Da müssen wir rein. Wir waren ja da oben. Sind Sie denn bereit? Ich bin bereit. Ich hoffe, mein Rechner auch. Ich hoffe es. Dann lassen wir uns. Aber gut, nach 46 Folgen war es das erste Mal. Oder nein, nee, nach 51. War über 50 Folgen. Mhm. So. Da ist einer drin. Ja. Wenn Sie mal hier durchgucken. Ja, ich sehe den hier. Ich kann da ein bisschen um die Ecke gucken. Ja. Ich gebe ihm einen Kopfschuss. Was warten Sie? Hat der was dabei? Stimmt. Got it all. Schützenmine und Munition für Pistole. Ja, Pistolenmunition. Wie viel Munition hast du an Pistole? Hier liegt eine schallgedämpfte Typ 14. Die kannst du dir nehmen. Da ist bestimmt auch Mun drin. Ja, aber die halte ich ja dann nur fest. Ne? Ja, gut. Aber das 14 Schuss erstmal. Na gut, die nehme ich erstmal. Halte die fest. Gut, lass ihn da liegen. Ja, hab ich. Wir müssen auf. Oh, da geht's runter. Shit. Ach du Scheiße. Man kann halt hier nicht sehen, ob da einer. Geh vor. Das ist wieder sehr nett von Ihnen, Dankeschön. Geh langsam runter. Sind Sie doch vorgegangen, ne? Sie haben gesagt, sie gehen vor. Ich mach. Schlawiner, ey. Aber ich halte. Deutscher Offizier. Was? Da blinkt was, sehen Sie das? Ja. An der Tür da? Mhm. Also ich gucke um die Ecke. Ja, bitte. Da sieht sauber aus. Ich renn mal rüber. Ja, sieht sauber aus da. Guck mal. Ja, ich gucke, was das ist. Warte, geh mal weg. Ist von der anderen Seite verschlossen. Warte, ich kann das nicht so. Ah ja, doch, okay. Ah, sieht schon geil aus, so von der Optik hier. Es könnte auch Unreal Engine 5 sein. Sieht schon richtig mega fit aus. Oh. Wollen Sie vorgehen? Und gucken? Warten Sie, ich bin schon so ein bisschen am gucken. Okay, hier rechts ist nichts, also links. Irgendein Gebäude. Ich gehe mal hier hinter. Neues Ziel. Druckventile überlasten, zwei Stück. Der Maschinenraum ist strukturell instabil. Ich mach mal Kamera. Ach, Kamera.
Also hier kommen wir nicht rein. Das heißt, wir müssen über den Hauptraum rein. Ich gehe mal hier hinten. Leute, hast du mal geguckt, wie viel... Ziel abgeschlossen, die Tarnplatten finden? Ja, wahrscheinlich ist das der Raum, wo die Tarnplatten gebaut werden. Aber wir haben es ja noch nicht beendet. Wir haben jetzt erstmal nur die Tarnplatten, die wir suchen sollten, gefunden. Jemand Kraken Prototype, a stealth capable U-Boat. Wie ich in meinem Bericht erwähnt habe, I can't leave it or this facility standing. Das ist uns bewusst. Aber Rhein Fischer, vor 6 Monaten auf der Insel angekommen, wird selbst. Oh, ich muss weg. Ja, komm hier rein. Ich muss weg. Und wir entdeckt werden. Komm hier hin. Ja, ich sehe ihn. Der guckt hier runter. Die Kraft, die zum Entfernen dieser Platten nötig wäre. Hätte sie und ihr U-Boot schon längst erledigt, Herr Kapitänleutnant. Ich glaube, da kommen zwei. Nee, der eine steht da noch, der Hauptmann. Mehr Disziplin. Ich will nicht, dass die Männer nur wegen dieser Wunderplatten nachlässig werden. Aber wie viele Geräusche werden davon überdeckt? Solange sie sich an die Lärmdisziplin halten, sollte alles gut sein. Das sollte ich mir keine Gedanken darüber machen. Können wir ihn anpfeifen? Ja, da musst du aber da wegkommen. Mhm. Du stehst ja da ganz gut. Jemand. Du kannst ihm ja dann hier, wenn er in der Höhe ist. Siehst du diesen Typ mit dem weißen Kittel? Ja, doch. Den meine ich ja. Den will ich reinpfeifen. Die andere ist weg. Da ist er doch. Der Marco Frick, Perfektionist, überprüft aus Aberglauben sämtliche Arbeiten dreimal, bevor er sie einreicht. Soll ich ihn anlocken? Geh mal da hinten hin. Geh mal hier hin. Und du erschießt ihn, wenn er hier über die Höhe ist. Ja, ja, Versuch. Er kommt. Den kannst du jetzt, wenn der reinkommt, kannst du ihn kaputt machen. Jetzt? If I stay here, they will find me. Sehr schön. Gut gemacht, ich hole mir den. Okay. Aber wenn ich ihn jetzt hole, dann habe ich meine Waffe weg. Ja, warte, dann mache ich das eben. Mal, ob der Offizier noch geht. Ich leg den hier hinten hin, ne? Im Gang. Hier scheint weg zu sein. Ja. Also ich sehe ihn zumindest nicht. Ja, copy it. Ein Stück vor. Alles frei soweit. Ich gehe hier hinter einem Zaun. Ja, der ist runtergegangen wahrscheinlich. Oder da rein. Der ist da reingegangen. Ja, das denke ich auch mal. Wir müssen mal eben kurz einen kleinen Überblick. Ja. Weißt du, da ist ein Fenster. Ach du Scheiße. Haben Sie mal gesehen, was unten steht? Alter. U-Boot. Leck mich am Arsch. Wie geil. Hier sieht jemand? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nichts machen. Zwei Mannequin habe ich. Im Gebäude? Nein, guck doch hin. Ja, ich guck gerade, aber ich sehe sie gerade nicht. Die habe ich doch markiert. Ich sehe sie trotzdem nicht. Muss wohl am Winkel liegen. Du siehst doch die Markierten. Nein, gerade mal nicht. Rechts von dir? Rechts oben? Ach, da... Nee, da... Ach, da ganz hinten? Nee. Natürlich. Doch, da ganz hinten. Ja, okay, da hinten auf der Balustrade oder was, ne? Korrekt. Ja, okay. Ja, wir könnten hier lang, gell? Ja, aber ich weiß nicht. Warte mal, ich will auch noch mal. Ich glaube, da drin ist auch noch einer. Ich sehe da nämlich so eine Weste. Ja, da ist einer. Ja, der Offizier ist da drin. Ja, ich habe ihn. Ja, ein Wissenschaftler, der Adradalric Gilmeister hat hasst Papierkram und würde sich lieber auf unmittelbare Ergebnisse konzentrieren. Iri! Ja. Komm weg! Weg? Ja, weg. Hier rein. Warum? Ja, dreh dich doch mal um. Ich hab nichts gesehen. Ja, geh gucken. Oh, der guck mal Ecke. Oh, scheiße, der kommt in unsere Richtung. Lock den an. Ist das ein SS oder was? Da ist wieder so ein Sicherheitstyp. Lock den an. Ja, mach ich. Der kommt sowieso hier hin. Hier hinter dem Ding hier. Ja, sobald er hier in der Nähe ist. Gut, dass du das gesehen hast. Ich habe jetzt ein Fernglas. Ja, ich achte. Da ist ein Wissenschaftler drin, wie gesagt.
Ja, wenn wir jetzt da rumgegangen wären, hätten wir ein Problem gehabt. Mhm. Aber der kommt nicht. Hive! Der geht wieder. Weißt du, der geht wieder nach oben. Ja, der geht nach oben. Aber da oben hat er eine gute Übersicht. Scheiße, wir müssten nach oben eigentlich. Krieg ich ihn nicht. Nee. Keine Chance. Bleibt der jetzt da oben stehen? Weiß nee, da geht noch ein höher. Weil der geht ganz nach oben. Ja, aber dann ist er da oben genau auf der Balustrade. Das ist ein Problem. Aber dann kann er nämlich da rüberlaufen. Der steht, ja, der geht wieder zu seinem Kameraden da hinten hin. Mm. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich weiß nicht, wie der läuft. Weil der kommt da oben auf der anderen Seite nicht runter. Das heißt, der, weiß ich nicht, der wird wieder runtergehen. Der wird wieder runtergehen, hundertprozentig. Weil da oben kommt er nicht weiter. Das ist nur so eine Strebe, die oben das rüber. Schlimme geht. Ist, dass der uns da gegenüber steht, der andere auf der untersten Balustrade, der sieht uns. Kannst dich auf den Kopf stellen. Weiß nicht, wie wir den Weg machen sollen. Wir haben Schuss. Wir haben ein Scharfschützengewehr. Aber ich denke mal, der da oben ist, der kommt gleich auch wieder runter. Und geht wieder nach hinten zurück. Es sei denn, wir haben ihn jetzt aufgescheucht. Aber ich müsste das mit dem Scharfschützengewehr mir angucken. Kommen Sie am besten hier hin. Kommen Sie hin, wo ich bin. Ich sehe ihn. Ich könnte ihn sogar erschießen. Welchen? Ah ne, doch, ich könnte ihn erschießen, da oben den. Ganz oben den? Ja. Dann hole ich mir den anderen. Ich mache jetzt einen Schuss. Stopp! Noch nicht. Noch nicht. Sie können. Warte. Schnell. Oh. Ich hab ihn. Ja, den anderen konnte ich aber nicht. Ja, toll. Toll. Das war nicht gut. Ja, der kommt runter. Komm, wir gehen nach vorne. Ja. Oh, da unten ist auch noch einer. Den haben wir nicht gehabt auf dem Schirm. Zwei Stück. Ja, ich würde mich lieber umdrehen. Ich würde auf den anderen nach. Einer kommt hoch. Ja, lass ihn kommen. Mach ihn weg. Es kommen noch zwei. Ja, ich sehe sie. Drei. Vier. Ja, da müssen wir die andere Knarre nehmen. Lass die mal alle kommen. Sehr schön. Merkt ihr das ganz genau, wo die alle sind? Ja, pass auf, oben ist einer. Oh, fuck. Ich muss mich verheilen. Die treffen mich. Oh, die treffen mich richtig. Du musst die platt machen. Ich bin tot. Oh nein. Nein, du bist nicht tot. Kann doch nicht wahr sein. Ey. Ich muss hier weg. Ja, ich auch. Das war scheiße. Ja, das war richtig scheiße. Ich muss weg. Von hinten schießt auch einer. Pass auf. Komm hier sofort rein. Wir gehen nach hinten weg. Haben wir mehr Chancen. Gib doch den Kampf hier nicht auf. Du sollst den Kampf ja auch nicht aufgeben, du sollst sie erstmal in ein sicheres Gebiet bringen. Weil hier oben schießen sie irgendwo von hinten. Das bringt nichts, wenn wir jetzt getroffen werden, verstehen Sie? Oh. Jetzt wäre blutig. Toll, hier ist einer. Mein Versuch. Hol ihn dir. Hol ihn dir und hol mich. Ja, da sind noch zwei. Das war scheiße. Das war eine ganz schlechte Idee von mir. Okay, einen habe ich. Ja, du musst mich holen. Pass auf. Runter. Dich. Okay, super. Scheiße, ja. Kannst du mich auch holen? Ich bin auch am Verbluten. Pass auf, der schmeißt eine Granate, glaube ich. Und weg. Ah, fucking sorry, Leute. Hilf mir mal. Ja, warte. Ich muss
mal eben gucken, wie ich an dich rankomme. Na komm her, hier ist doch keiner mehr. Die sind doch alle tot, Mann. Die anderen beiden sind da unten am Boot. Okay. Ah, da kommt noch einer. Von wegen, da ist keiner mehr. Oh, wir haben die jetzt alle aufgeschreckt. Ja. Aber so räumen wir das wenigstens alle auf. Wir bringen ja hier weg ein bisschen. Lassen sie sich erstmal beruhigen wieder. Wenn die hier hochkommen, können wir sie ja auch holen. Die beiden werden hier nicht hochkommen. Achso, die sind da hinten. Pass auf, da ist einer in deiner... Achso, das ist der schon. Einer noch. Ja, verstanden. Ja, der bewegt sich jetzt. Der kommt der jetzt kommt hoch. Hoch. Ja, ich sehe ihn. Sauber. Das war's. Hier ist Ruhe. Na, die Musik sagt was anderes. Alles sauber. Wieder da. Okay. If information is right, then I can hit them in weak spot here. Leute, das war jetzt ein bisschen hektisch, ne? Ja, das ist genau das, was wir nicht wollten jetzt. Ne? Naja, eigentlich nicht unser Spiel. Aber es sieht geil aus hier. Leute, guckt euch das an mit dem U-Boot. Ich werd wahnsinnig. Das sind ja so richtige... Alter. Mann, was haben wir hier gemetzelt, ey. Und da wir Leute, ja mich auch mal eben kurz verbinden. Ich muss mich auch nochmal verbinden, aber ich brauche erstmal ein bisschen... Keine schlechte Idee. Zeugs. Ich bring den mal weg hier. Lass die liegen. Nein. Du brauchst sie. Ich mache hier ein Massengrab. Hallo? Du bist doch nicht die Müllabfuhr. Doch, doch, wir räumen hier auf. Hier wird aufgeräumt, Freunde. Ich bin nicht die Müllabfuhr. Wissen Sie noch, wo Sie die alle abgeknallt haben? Mhm. Echt? Ja klar. So viele Möglichkeiten sind da nicht. Na gut, wenn Sie das sagen. Ja. Es ist keiner ins Wasser gefahren. Ich schick dir mal zu den Fischen hier, ne? Wenn Sie den auch durchsucht haben, ja. Ja klar. Und adios. Adios. Hier, Junge, hast du noch was für mich? Sag mal, wie viel liegen denn hier? Den kann ich hier fünfmal durchsuchen? Ja, du kannst. Ach so, weil die voll ist hier, die Munition, die er hat. Zack. Brauchst du noch Standard Pistolenmun? Ich habe 28 im Moment. Ja, habe ich auch. Mehr geht nicht. Okay. Komm nicht dahin, wo ich die abgeknallt habe. Dann werfe ich den mal nach links. Weil rechts sind die blöder, die sind. Ein riesen Müllberg. Ich hab doch hier einen weggemacht, da liegt er doch. Guten Tag, Herr Doktor. So, ich guck hier nochmal rein. Der hat auch nichts. Na gut, dann komm her. Darfst du auch mal schwimmen gehen. Schmeißen sie jetzt und echt alle ins Wasser. Schwimming! Ja, so findet man wenigstens keinen. Ja, gut. Hier ist keiner mehr drin, das ist schon mal sehr gut. Got everything there is to find. Kommen wir nicht rein. Oh, wir haben viel zu durchsuchen. Ja, bleiben Sie mal ruhig. Fangen Sie nicht an, wir machen erstmal sauber hier. Ja, ja, ich bin dabei. Hier liegt nämlich auch noch jemand. Wir haben doch keinen Fahrschein hier. Ich meine, wir können die auch da drinnen abladen, aber wer weiß, wer weiß. Ja, ich schick die mal zu den Fischen. Da unten ist auch noch ein Weg, ey, verdammt. Ja, ja, da ist richtig was los hier. Oh, tschüss. Oh, ja gut, der ist nicht ganz zu den Fischen geflogen. Ist schon wahnsinnig hier, was hier los ist. Ja, vor allen Dingen wieder dieses Gebaute hier, ey. Das ist ja irre. Was eine Basis, ey. Erinnert mich doch schon. Ja, so typisch Sniper-Elite, ne? So richtig geil gemacht.
Sorry, dass ich die Immersion jetzt mal so ein bisschen täuschen muss, aber es ist einfach. Du hattest doch hier mal einen so weggemacht, ne? Oder nicht? Warte, ich weiß gar nicht, wo du jetzt bist. Ich werf dich. Ja, auf der anderen Seite. Guck mal wieder runter hier. Ich hab oben einen weggemacht. Ach, da bist du, ja, da hab ich auch. Ganz viele sogar. So, hier ist alles sauber soweit. Ja. Hier habe ich alles aufgehört. Ich habe doch gerade hier an die runter. Hattest du den Offizier hier oben auch durchsucht? Der hatte nämlich, glaube ich, auch was dabei. Der war nämlich mit einem Stern gekennzeichnet. Ja, keine Ahnung. Also ich habe nichts gefunden. Okay. Oh, guck mal, der hat drei Streifen auf dem... Was? Guck gleich mal nach, ob der... Aber die wollen alle schwimmen hier. Alle schwimmen. Ja, auch. Was macht sie denn jetzt? Hat sie jetzt gemacht? Nein! Nein, 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 nein! Alter, wo bin ich denn hier? Würdest du vielleicht auf mich warten? Ja, aber ich komme mal zurück. Das wäre sehr lieb. Oh, nee, da, ich bin kein U-Boot. Weil ich würde gerne mit ihnen zusammen das alles machen. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, was wir jetzt überhaupt machen. Ja, ja, ist schon klar. Meine Güte, aber jetzt haben wir Ruhe hier. Herr Hoxton, kommen Sie mal her. Herr Hoxton? Herr Hoxton. Ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen die Leute in der nächsten Folge. Ich will die mal nicht so lang werden lassen. Ich habe so eine schlechte Vorahnung. Ja, ich nicht. Aber egal. Okay. Macht's gut. Tschüss.